Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blackout ist am Start und willkommen zu einem neuen Video aus der Blackboss Crib. Heute wieder mit dem lieben Niklas Wetterhahn, dem Ehrenmann. Du bist hier aus Krefeld und da dachte ich, die schnapp ich sofort und wir kümmern uns um das Ding. Ja, ich muss ja schon sagen, ne? Ist schon echt geil, aber... Ich finde auch, also bei den Vorjahresmodellen war ja immer so ein Teil hier dran. Das geht tatsächlich. Die haben das auch geändert. Vorher war das immer unten drunter festgeschraubt. Jetzt ist es drüber. Ich würde sagen, wir schrauben das erstmal ab und dann mit einem Heißluftföhn versuchen wir das runterzubiegen, um den Winkel zu machen. Und dann schrauben wir Blinker hier rein. Das Gute ist, das hier ist echt recht breit, weil man braucht ja einen Mindestabstand von, von 18 cm. Geisteskrank, so laut hast du noch nie genießt. Ja, das kam jetzt plötzlich. Wir haben ein dickes Heck. Reicht 18 Kilo. Was ist mit dir, Annika? Entschuldigung. Freust du dich? Ja. Und das reicht auf jeden Fall vom Mindestabstand. Also diese 18 cm können wir auf jeden Fall einhalten, wenn wir die Mini-Blinker hier einbauen. Und dann wird das einfach so sexy aussehen, weil das ganze Teil hier einfach weg ist. Weil das nervt mich doch ein bisschen. Und der Vorteil ist, du hast direkt nicht den Blinker im Abgasstrom, ne? Ja. Die meisten. Ich finde es erstaunlich krass, wie gut dieses Schild hier gehalten hat. Ja, ich habe das nur festgeklebt. Ich bin damit ja schon anderthalb Stunden gefahren, auch Autobahn und so. Es war nur mit doppelseitigem Klebeband. Und hast du schon mal gesehen? Guck mal, es ist verbogen, ne? Mhm, hatte ich gesehen. Direkt, als es richtig nice gekauft hast. Das war niemals scharf. Doch, war's. Ich schwöre, es war scharf, weil ich einfach eine gute Kamerafrau bin. Ja, du bist der Wahnsinn, Annika. Ja, geht's so, los hier dann erstmal das Ding hier abschrauben. Wir haben gewettet, das Rücklicht ist mit da dran. Um 5 Kugeln Eis. Das wäre richtig, aber dumm. Wenn das wirklich da dran ist, kann aber das ist, nicht behalten. Aber das ist ja wieder schlau, weil die nicht wollen, dass du das nimmst. Fürs genau. Kennzeichen. Warum wollen die nicht, dass ich das nehme? Weil das zu schräg ist und zu kurz. Was? Das stimmt. Nein, die bereiten das ja extra so vor, dass man das machen kann. Ist fertig? Ja, für Enduro wahrscheinlich, für das ganz Kleine dann. Ja, doch, wirklich können wir benutzen. Guck mal, das kann man unabhängig dran schrauben. Ja, geil. Und das ist nämlich das, was ich gehofft habe. So, was wir jetzt machen, ist erstmal das ganze Zeug hier abbauen. Wir müssen auch, ich glaube, das Heck abbauen, weil wir an die Elektronik ran müssen. Mhm. Und dann gucken wir uns das erstmal an und dann sehen wir uns wieder. Also, Kabel befreit. Rücklicht lassen wir erstmal drin. Ne? Hier sieht man auch, guck mal, wie schlecht. Ich habe das ja selber lackiert. Ne? Hier ist es noch weiß. Ja, ja, aber guck, von unten sieht man nichts. Ne? Das ist schön black. Das ist schön. Ja, sonst wäre es halt weiß. Ja, also, was machen wir jetzt? Das Rücklicht können wir behalten, ne? Genau, das holen wir jetzt mal raus. Sehr geil. Die Blinker brauchen wir ja nicht mehr. Da machen wir es so wie vorne. Vorne haben wir auch kleine gemacht. Ja. Und wir kappen die jetzt einfach durch, würde ich hier sagen. Ja, löten die ran und dann können wir die normalen, originalen Stecker wieder nehmen. Hm? Dann funktioniert es am besten, oder? Gucken wir in der Kennzeichenbeleuchtung, wo wir die nachher dran tüddeln. Schön Dreck gemacht hier. Ein bisschen gebohrt. Ich habe hier mal ein paar Löcher jetzt reingebohrt. Und zwar, das Problem ist, wo haben wir denn jetzt das Ding? Das Problem ist, dass das Gewinde hier extrem lang ist und dass das hier durchgehen würde. Das heißt, wir haben jetzt ein Loch auch nach innen gebohrt, aber damit das Kabel trotzdem innen laufen kann, haben wir noch ein zweites gebaut, damit das Kabel wieder reinfließt. Dann brauchen wir nur noch eine Lösung, wie wir das schön abisolieren und festkleben können, damit man das nicht so sieht. Aber jetzt müssen wir erstmal löten. Das heißt, Aufgabe für dich. Davon habe ich keine Ahnung. Geht los, gleich. So, das erste ist erstmal wichtig zu wissen, welches Kabel jetzt hier Blinkerkabel ist. War keine Beschreibung bei, oder hast du eine Beschreibung? Nö. Ich denke mal B für blau, schwarz ist immer Masse. Die halten wir jetzt mal an Batterie und gucken mal, ob der Blinker leuchtet. Boah, Digga, bin ich gut. Alter. Piep, 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 Disco. Boah, direkt richtige Kabel hier erwischt. Das ist halt der Wetterhahn, der Boss. So, wir wollen das Kabel so lang wie möglich lassen, denn brauchen wir noch einen Schraubendreher. Mensch, Niklas. So. Die Blinker brauchst du ja nicht mehr, sagst du, ne? Mm-mm. So, jetzt haben wir die Kabel. Beide recht gleich, also sind keine verschiedenen Stecker. So, der Wetterhahn hat fertig gepinselt. Annika übt jetzt selber ein bisschen hier. Ne? Machst du gut? Ja, ja. Irgendwelche Kabel verlöten und wir probieren das jetzt mal aus, ne? Wir haben ja hier die Kabel, rotes Backboard links. Mhm. Also ist ja egal jetzt. Nee. Wir machen ja jetzt einen rein. Genau. Ich muss mal gucken, wenn ich jetzt den Blinker einschalte. Warte. Das ist jetzt wichtig. Mach mal.
an, Gang raus. Aber ich darf, ja, aber ich darf die Karre nicht anmachen hier. Also mit dem, geht das auch mit dem schon? Ja, ja dann, weil dann zündet der nicht. Guck mal, ob das dann leuchtet, das wäre gut. Schade. Aber vorne macht er es auch nicht. Da müssen wir es ohne Test machen. Also zusammenbauen. Ja. Und dann auf mein Können. Dann bauen wir es jetzt erstmal zusammen und hoffen, dass es funktioniert. Inshallah. Sonst wäre es richtig. Ja, es funktioniert. Sonst alles auseinanderbauen. Es funktioniert. So. Die Kabel sind jetzt alle verlegt. Ne? Zeig mal hier, nimm mal den linken Arm weg. Dicker Kabelstrang hier. So, Blinker. Wir haben sogar die Kennzeichenbeleuchtung hier drunter gemacht. Die müssen wir dann auch gleich festkleben. Und jetzt müssen wir das ganze Kabelwirrwarr richtig einfügen und das Heck wieder festmachen. Ne? Das wird was, das sag ich okay. dir. Okay, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wir haben es tatsächlich untergebracht, oder Niklas? Guck. Oh, richtig geil. Es ist leider ein bisschen dunkel jetzt, aber ihr könnt das sehen. Wo ist denn das Maßband? Das ist nämlich jetzt der Moment der Wahrheit. Haben wir unsere 18 cm? Genau, vom Glas bis Glas 18. Geisteskrank. Das ist 100% legaler Abstand. Also von da nach da, nicht so, sondern so. Ist das sexy. Kennzeichenbeleuchtung haben wir ja auch noch verbaut. Sieht man gerade gar nicht, weil es so dunkel hier ist. Taschenlampe machen. Mach mal Taschenlampe an kurz. Sehr geil. Das müssen wir jetzt noch richtig hier hinbringen. Und jetzt kommt der Runterbiegen-Teil. Ne? Ich glaube, das wird tricky. Ja. Also, Heißluftföhn lief. Wir haben das jetzt runtergebogen, festgeklebt, damit das jetzt so kalt wird. Und ja, das ein bisschen geht es ja dann noch zurück, aber es sieht so gut schon aus. Hier wird jetzt schon fleißig gekocht. David ist wieder hier im Modus. Na David, was gibt's heute Schönes? Heute gibt's lecker Sauerkraut, Bratwürstchen und Kartoffeln. Richtig deutsche Hausmannskost, Freunde. Das heißt, wir gönnen uns jetzt erstmal ein bisschen essen, lassen das abkühlen und sehen uns dann morgen wieder. Einen Tag später, wir waren im Baumarkt und haben uns Unterlegscheiben gekauft für hier hinten. Und ihr seht es schon, was hier rauskommt, und zwar goldene Schrauben. Du kannst es gemein zeigen, wenn man keine Unterlegscheiben nutzt. Mein Kennzeichen. Stimmt, wir haben nämlich Unterlegscheiben und wenn man keine nutzt, dann sieht das Kennzeichen dann irgendwann mal so aus. Gut gemacht, Annika. Aber das Heck sieht sexy aus. Da ist schon ein bisschen was passiert, ne? Das bisschen war schlechte Beleuchtung. Was macht ihr überhaupt jetzt? Habt ihr das Motorrad hier hochgebaut, um das zu putzen? Ja, erstmal. Also nachher wird ja bei mir auch noch einiges gemacht. Aber ich muss ja auf Niklas warten. Der gute Held. Puh. Frauen. Aber wenn ihr schon am Putzen seid, bei der 350er hier, da bräuchte ich auch noch ein bisschen Unterstützung. Da Feuer, keine Rechnung. Will ich aber was haben. Okay. Geil. Also, worauf ich hinaus wollte, wir haben jetzt hier nochmal durchgebohrt, wir können gleich wieder saugen. Wir haben jetzt hier schöne Titanschrauben in Gold. 3 Stück. Es sieht richtig geil aus. Wir haben das jetzt richtig schön runtergebogen. Guckt euch die Blinker an. Das ist legal. Der Abstand ist legal. Die sind perfekt symmetrisch. Das Kennzeichen ist hinter dem Hinterrad. Stimmt, das braucht man aber gar nicht, glaube ich, oder? Das ist nur aber nicht in jedem Land, nicht in Deutschland. Aber ja, guckt sie euch an. So wie sie jetzt da steht. Perfekt. Also echt so geil. Das muss ich noch machen. Ich krieg noch ein anderes Kettenschloss hier, weil das hier richtig verranzt ist. Das hat David komplett verhauen. Und dann habe ich hierfür auch noch was Schwarzes, damit das Orange hier wegkommt. Und sonst ist sie echt richtig perfekt. So geil. Ich freue mich. Wir haben richtig geiles Heck. Das hält. Das ist schön. Es ist legal. Und es ist fucking sexy. Das Bike ist einfach so pervers. Ich freue mich extrem. Auf jeden Fall war das jetzt ein bisschen durcheinander im Video. Aber ich wollte auf jeden Fall das selber hinkriegen. Und habe den Fokus auf das Basteln eher gelegt als auf das Filmen. Wir haben es aber hinbekommen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich finde es richtig geil, dass wir jetzt die Karre so weit fertig haben. Und ich habe schon echt wieder Bock. Ich will mich draufschwingen, eine Runde fahren. Und jetzt brauche ich auch keine Angst haben, wenn ich die ersten Wheelies dann mache, dass ich das Kennzeichen direkt abreiße. Direkt das Rücklicht. Relativ safe. Und ja, mehr gibt es in dem Video eigentlich nicht zu sagen. Wenn es euch gefallen hat, wäre ein Däumchen wie mein Träumchen. Checkt das Video. Das kann nicht wahr sein, Niklas. Das kann nicht wahr sein. Checkt gerne das Video von Annika, was da passiert. Da will ich noch nicht mehr verraten. Sie wäscht natürlich nicht nur, sondern da passiert noch ein bisschen mehr. Und checkt Niklas, falls ihr mehr Bastelvideos sehen wollt. Du hast gerade eine SMCR, ne? Richtig, auseinanderbauen. Ja. Auseinanderbauen und so. Super interessant. Gebt es euch gerne. Und ja, sonst sehen wir uns übermorgen im nächsten Video. Da wird wieder gefahren, also keine Sorge. Bis dann. Macht's gut. Peace. Und haut rein in den Landratten.
Mm-hmm. I'm too good.